Bald war Passafest und wie unzählige andere Menschen machte sich auch Jesus mit seinen Jüngern und noch vielen anderen Menschen auf den Weg nach Jerusalem. Als sie zum Ölberg kamen, sagte Jesus zu zwei seiner Jünger: Geht voraus ins nächste Dorf. Da findet ihr vor einem Haus einen jungen Esel. Den sollt ihr losbinden und ihn mir bringen. Wir anderen warten hier so lange. Aber ist das nicht Diebstahl? Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt ihm, der Meister braucht ihn. Okay, lasst uns losgehen. Ja, beeilen wir uns, damit die anderen nicht so lange auf uns warten müssen. Sieh nur, da ist es. Und es ist genauso, wie Jesus gesagt hat. Was macht ihr da mit meinem Esel? Der Meister braucht ihn. Dann sollt ihr ihn haben. Danke. So gingen die beiden Jünger mit dem jungen Esel, auf dem vorher noch nie jemand geritten war, zurück. Hier, Jesus, ist der Esel. Ich lege dir meinen Umhang drauf, dann sitzt du weicher. Ich helfe dir auf den Esel. Ich breche dir einen Zweig vom Baum und zwinke dir zu. So setzte sich der Zug in Bewegung. Es ging den gewundenen Weg den Ölberg hinunter, wo man schon Jerusalem auf der anderen Seite sehen konnte. Niemand wusste hinterher zu sagen, wie es eigentlich angefangen hatte. Jedenfalls rief plötzlich jemand: Hosianna! Ja, Herr, hilf doch! Er ist der versprochene Retter. Jesus ist der Mann, den Gott geschickt hat, um uns zu helfen. Halleluja! Lob Gott! Er ist der versprochene Retter. Einige Leute zogen ihre Umhänge aus und legten sie auf die staubige Straße, da, wo Jesus entlang reiten musste. Andere brachen sich Zweige von den Bäumen, legten sie ebenfalls auf die Straße oder schwenkten sie in der Luft. Es war wie ein königlicher Empfang, auf den sie alle noch so lange gewartet hatten. Und immer wieder lautes Rufen. Wir loben dich. Du kommst im Namen Gottes zu uns. Du bist unser König. Du bringst uns Frieden. Gott in der Höhe sei gelobt. Das Rufen und Jubeln zog immer mehr Leute an, die sich dem Zug anschlossen. Wohin man blickte, sah man fröhliche Gesichter, hörte Lachen, Jubeln und Singen. Nein, doch nicht überall. Da drüben standen Pharisäer. Sie blickten finster auf das fröhliche Treiben und verzogen keine Miene. Jetzt drängten sie sich durch die jubelnde Menge und traten vor Jesus. Mach diesem Theater ein Ende. Wenn die Römer erfahren, dass sie dich König nennen, kriegst du Ärger. Und wir alle auch. Die Leute wissen noch gar nicht, was sie tun. Lassen sich nur von ihren Gedanken mitreißen. Sag ihnen, sie sollen endlich schweigen. Nein, wenn diese Leute schweigen, dann werden die Steine schreien. Lasst sie Gott loben.